Al Capone. Neues Ausprobieren im direkten Kontakt zum Publikum. Genau das hat Ursula Karusheit am Theater immer schon geschätzt. Wenn ein gestandener Mann seinen Hut nicht mehr erreicht, ohne Gefahr zu laufen, sich zu strangulieren, bevor er sich erhängt, wirkt er aberwitzig und bemitleidenswert. Im Theater kann ich das. Dann sage ich, heute Abend muss ich Farbe bekennen und wenn die Vorstellung nicht so läuft, wie ich mir denke oder wie das Publikum vielleicht erwartet, dass ich es spiele, dann weiß ich aber, ich habe die Chance, es nächsten Abend anders auszuprobieren. Was ist der Tod? Dass sie sich in Männerrollen ausprobiert, hat Tradition. Dem Publikum ist sie aber vor allem wegen ihrer starken Frauenrollen in Erinnerung. Sollen verflucht sein! Ich bin die Courage, ihr habt von mir gehört, mich kennen alle und ich sag euch, der sieht redlich aus. Obwohl es eigentlich völlig egal ist, ob man eine Frau ist, die einen Mann spielt oder umgedreht. Also wichtig ist, eine Figur zu zeigen, die in ihren Befindlichkeiten und so weiter. Lass mal das nicht nochmal vorkommen! Und so zeigt sie nicht nur auf der Theaterbühne einfühlsam die Zartheit einer Frau in einer starken Männerrolle. Und die Stärke eines Mannes in der Rolle einer Frau. Als Gertrud Habersaat in dem fünfteiligen Fernsehfilm Wege übers Land wird sie 1968 über Nacht zur Defa-Größe. Das war doch ganz selbstverständlich, wie wir gelebt haben. Hm? Sie spielt eine Bäuerin von der Kindheit bis ins hohe Alter. Seither hat sie weit über 60 Produktionen für Film und Fernsehen abgedreht. Auch Regie geführt hat sie. Immer gelingt es ihr, die Leichtigkeit des Seins auf harten Bühnenboden zu bringen. Nicht zuletzt mit einer gehörigen Portion Selbstironie. Unkraut vergeht nicht und die ältesten Fregatten segeln immer hart am Wind.